Wir befinden uns hier in der Walter-Friedrich-Straße 52, in der Dieter Eich wohnte. Im selben Haus wie Dieter Eich wohnte auch sein späterer Mörder René Rost. Der 60-jährige Dieter Eich, der in der Gegend unter dem Spitznamen Beethoven bekannt war, wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2000 umgebracht. Der Grund: Dieter Eich war Sozialhilfeempfänger. Am 23. Mai 2000 feierte der damals 18-jährige René Rost die Einweihungsparty seiner Wohnung. René Rost hatte zur Feier seine Kameraden Andreas Ipsch, Thomas Schwalm und Matthias Kowalik eingeladen. Bereits am Mittag trafen sie sich in Karo an einem Imbiss im Nachbarbezirk, um vor den Abend vorzuglühen. Hier deckten sie sich mit Alkohol ein, um dann zur anstehenden Party nach Buch zu fahren. Bereits auf dem Weg zur Wohnung beleidigten sie eine nicht deutsch aussehende Person. Während der Einweihungsfeier riefen sie rechtsradikale Parolen, spielten lautstark rechte Musik, sodass es zu Beschwerden aus der Nachbarschaft und einem Polizeieinsatz kam. Gemeinsam schaukelten sie sich in einen Rausch des Rechtsrock, Alkohol und rassistischer Hasstiraden. Letztlich fassten sie den Entschluss, jemanden aufklatschen zu gehen. Der über ihnen wohnende Dieter Eich schien ihnen dafür genau recht. Gemeinhin galt er in der Gegend als Alki. Die Hintergründe für seine Situation waren jedoch meist egal oder nicht bekannt. Dieter Eich hatte seinerzeit den Tod seiner kürzlich verstorbenen Freundin zu betrauern. Er zog aus seiner Blankenburger Gartenlaube in die Wohnung der Freundin und wurde dort alkoholkrank. Wenn man so einen aufklatschen würde, täte man etwas fürs Volk, hieß es. Die Initiative, einen Assi aufklatschen zu gehen, ging dabei maßgeblich von Matthias Kowalik aus. Die Gruppe verschaffte sich zunächst problemlos Zutritt zu Dieter Eichs Wohnung, da das Schloss seiner Tür schon seit längerem kaputt war. Rost und Kowalik fanden Dieter Eich in seinem Schlafzimmer vor. Sie begannen, ihr Opfer mit gezielten Schlägen und Tritten am Kopf und in der Magengegend zu traktieren. Während Kowalik und Rost auf den wehrlosen Dieter Eich einschlugen, hielten die anderen Wache im Flur. Das Gericht beurteilte das Vorgehen später als eine das Leben gefährdende Behandlung. Bei den Tätern machte sich Angst breit, dass ihr Opfer sie identifizieren könnte. So entschlossen sie sich, eine Stunde später noch einmal in die Wohnung zu gehen und Dieter Eich umzubringen. Hierfür hatte Rost das Jagdmesser seines Vaters mitgebracht. Mehrmals stach er auf Dieter Eich ein und stieß ihm die Klinge direkt ins Herz. Kurze Zeit nach der Tat gingen sie noch ein weiteres Mal volltrunken in die Wohnung und versuchten, die Spuren ihrer Tat zu vertuschen. Die Kleidung verstauten sie im Müllschlucker eines anderen Hauses. Zwei Freunde von Dieter Eich, die mit ihm im selben Haus wohnten und mit ihm zum Kaffee verabredet waren, fanden ihn am nächsten Tag tot in seiner Wohnung vor. Am Tag darauf prahlte René Rost gegenüber seiner Lebensgefährtin und deren Freundin damit, seinen ersten Menschen abgestochen zu haben. Matthias Kowalik bestätigte ihm später seine Tat. Der musste weg. Das war sozialer Dreck. Durch die Befragung von Hausbewohnerinnen gelang es der Kripo, auf die Fährte der Täter zu kommen. Zwei Tage nach dem Mord nahmen die Behörden diese in Haft und begannen sie zu verhören, was erste Schuldgeständnisse hervorbrachte. An ihrer Gesinnung ließ sich aufgrund ihrer Äußerungen nur schwer zweifeln. Ja. Am 2. März 2001, den zweiten und letzten Prozesstag, erhielt Matthias Kowalik die höchste Haftstrafe, 13 Jahre. René Rost wurde zu 8 Jahren, Andreas Ipsch zu 6 und Thomas Schwamm zu 5 Jahren verurteilt.